Denn der heutige Wandertag steht an. Gemeinsam mit den Eltern hat das Lehrpersonal ein ganz besonderes Ausflugsziel geplant. Herzlich willkommen, Leute. Ihr seid als Hundebesitzer ja ganz viel auch in der Natur unterwegs. Und da gibt's einiges zu entdecken und teilweise auch sehr, sehr hilfreiche Sachen, auch für Notfall. Und deswegen sind wir heute bei Ingrid Paulussen zu Gast. Du bist Kräuterexpertin und kennst dich da richtig gut aus an der Stelle, oder? Richtig, genau. Erstmal herzlich willkommen. Ja, ich gehe raus in die Natur und zeige sogar Mensch als auch Tier, was man da nutzen kann, wie man es einsetzen kann. Deshalb nicht lang fackeln und ab in die Kräuterwelt. Selber zu Hause habe ich eigentlich noch nichts mit Kräutern zu tun gehabt, also weder bei mir noch bei Emilo, aber ich bin offen dafür und bin gespannt, was mich heute erwartet. Hier wächst ja schon mal einiges. Ja, das ist richtig. Wartet. Hier haben wir zum Beispiel den Spitzwegerich. Wenn euer Hund oder auch du eventuell von einem Insekt gestochen worden ist, Mücke zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, dieses Spitzwegerichblatt sofort in der Natur zu finden und ein bisschen knuddeln. Merkt ihr schon ein bisschen, dass da Feuchtigkeit kommt? Genau. Mhm. So, und diese Feuchtigkeit, die tupft ihr genau auf die Stelle, wo ihr im Grunde gestochen seid oder das Tier. Der Spitzwegerich desinfiziert und unterstützt, die Heilung mit voranzutreiben. Da ich ja auch aus dem Süden komme und mit ihr auch viel in Italien Urlaub machen werde und gerade da sehr viele Mücken unterwegs sind, denke ich, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich, um sowohl bei mir als auch bei Luna was gegen die Stiche zu haben, was schnell hilft. Kann man den auch essen? Ja. Na dann steht einer Verköstigung ja nichts im Weg. Emilo hat Hunger mitgebracht. Lecker. Und zwar so lecker, dass der 17 Wochen alte Welpe natürlich mehr haben will. Aber der Kräutergarten der Natur hat ja noch mehr zu bieten. Was genau ist das zum Beispiel? Schaut mal hier, hier haben wir die Schafgarbe. Ah, das hier, ne? Genau, richtig, genau. Sie wird auch Augenbraue der Venus genannt. Daran erkennt man es eigentlich deutlich. So. Die Schafgarbe wird durch ihre Bitterstoffe blutstillend, also blutgerinnend als solches. Da wäre dann zum Beispiel, fällt mir bei der Läufigkeit der Hündinnen ein, dass man da unterstützt. Es ist möglich, dass man das sowohl frisch als auch getrocknet mit unters Futter mischt oder auch eine Tinktur oder auch eine Salbe herstellt. Schmeckt interessant. Ja, ungewohnt. Oh, ist lecker. Und was sagen die Schüler dazu? Cooper und Watson scheint es jedenfalls auch zu schmecken. Ich habe auch ein, zwei Pflanzen mitgebracht, die ich euch gerne etwas näher bringen möchte. Das ist super. Dann würden wir doch diese Zeit gleich mal für eine kleine Übung nutzen. Wir haben ja unsere Ruhe- und Entspannungsdecken dabei. Also breitet die mal aus, entspannt euch selber. Und die Welpen können dann auch passend zum Thema hier ein bisschen entspannen. Passend. Die beiden nächsten Pflanzen der Kräuterexpertin dienen der Beruhigung. Ich habe einmal Zitronenmelisse aus meinem Garten mitgebracht. Und ich würde das ganz gerne in die Natur einpflanzen. Ah, schön. Und in der Hoffnung, dass es auf jeden Fall auch hier weiter wächst und dass demnächst viele Hunde und Menschen da auch zur Entspannung kommen. Sehr gut. Und dann habe ich noch mitgebracht, erkennst du es vielleicht? Ja, das ist Lavendel, oder? Genau, richtig, korrekt, genau. Oh ja. Oh, das kann man auch ganz deutlich riechen. Ja. Das hilft auch gegen Motten, ne? Richtig, genau. Das ist richtig. Und es fördert unters Kopfkissen oder unters Körbchen gelegt auch den Schlaf. Aber nur riechen. Auch riechen? Nee. Lavendel schmeckt dann halt doch nicht so gut. Cooper nutzt das Kraut da schon richtig und beginnt bereits zu dösen. André dagegen sorgt dafür, dass bald noch mehr Hunde in den Genuss der heilenden Wirkungen kommen und gräbt die mitgebrachten Kräuter ein. Das Thema hat mich begeistert, dementsprechend werde ich da doch noch mal ein paar Bücher, glaube ich, aufschlagen und mich dann noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, um da den besten Output rauszubekommen. Wir haben einiges gelernt heute. Vielen Dank. Und ich werde bei meinen nächsten Spaziergängen mal ein bisschen aufmerksamer unterwegs sein und mal schauen, ob ich diese ganzen Sachen hier auch finde. Also vielen Dank für die ganzen Informationen. Ja. Gerne. Geschehen. Danke dir. Mit neuen Tipps ausgestattet geht's zurück in die Schule. Nur die Lehrer machen einen Abstecher. Am Bodensee wartet Bounty auf André und Eva. Das 22 Wochen alte taube Australian Shepherd Mädchen bekommt heute Hausunterricht vom Welpentrainer. Die Bindung zu Bounty ist gut.
Also das spürt man, sie hat großes Vertrauen zu uns. Sie hat sich inzwischen wirklich auch in unsere Familie gut integriert. Sie ist da angekommen. Ja, doch, also da sind wir sehr, sehr glücklich. Trotzdem gilt es noch einiges zu lernen. Bei unserer tauben Welpenschülerin Bounty geht es heute um das Thema Vollgetrieb. Ja, guck mal, da vorne sitzen sie schon. Ja, genau. Hallo, ihr drei. Hallo. Bounty freut sich schon. Oh, du bist schon bereit, ne? Sieht schon sehr motiviert aus. Das ist klasse. Wir haben heute ein total wichtiges Thema für euch. Und zwar den Vollgetrieb. Das ist die Eigenschaft, immer wieder zu euch zu schauen oder nach euch zu schauen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Wir würden mal die Leine hier übernehmen. So, und eure Aufgabe ist jetzt mal, wenn Bounty so schön abgelenkt ist wie gerade, verschwindet ihr doch mal hier in diese Richtung einfach erstmal weg. Und wir gucken mal, ob sie überhaupt schon reagiert. Hat es bislang noch nicht mitgekriegt? Jetzt hat sie es gemerkt. Ihr geht. Wow. Hey. Perfekt. Super, okay. Das ging schnell. Genau. Jetzt machen wir es schwerer. Ihr geht, und zwar bitte hinter den Busch da hinten mal, ja, und bleibt da. Wenn sie dann irgendwann kommt und es festgestellt hat, wo ihr seid, dann belohnen wir wieder ganz stark. Okay, wir lenken ab, ihr verschwindet. Mit Hundekeksen locken die Lehrer ihre beeinträchtigte Schülerin, damit sich die Familie von Bounty verstecken kann. Wie wird das Hundemädchen auf das Verschwinden reagieren? So, da hat sie es gesehen. Und perfekt. Das ging schnell. Und da dürft ihr euch freuen. Klasse. Beim Vollgetrieb ist das Ziel, leichten Stress auszulösen. Und zwar einfach dadurch, dass wir weitergehen und uns auch mal verstecken vor unserem Hund. Stress hört sich jetzt erstmal negativ an, ist es aber gar nicht, weil es in der Natur ganz genauso ist. Die Welpen lernen jetzt, aufzupassen, dran zu bleiben. Und da darf es ruhig auch schon mal ein bisschen stressig werden. Am Ende gibt es für Bounty ja schließlich immer ein Erfolgserlebnis. Ich würde es gerne noch einmal steigern. Und zwar hätte ich gerne einmal die Situation, dass Bounty auch guckt, wo seid ihr, euch aber nicht direkt seht. Ihr könnt sie im besten Fall sehen, vielleicht hinterm Baum da hinten durch den Busch durchgucken. Ne? Und dann warten wir ruhig mal auch ein paar Sekunden ab, auch wenn sie erstmal hier wild suchend unterwegs ist. Aber wir wollen dafür sorgen, dass sie A in der Nähe bleibt, weil der Vollgetrieb steuert am Ende auch den Radius. Wie viel Raum kann sich der Hund leisten sozusagen? Ne? Und das ist bei Bounty ja natürlich ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja? So, wartet noch, dass sie dich sieht, wenn ihr geht. So, jetzt Gas geben. Bislang haben wir das so geübt, dass wir bei Spaziergängen einfach mal spontan die Richtung gewechselt haben. Dann ist Bounty uns hinterhergerannt. Ja, ab und zu hat sie natürlich was Spannenderes gesehen und dann war sie weg. Damit das künftig nicht mehr passiert, trainieren die beiden Lehrer alle möglichen Situationen mit Bounty. Jetzt guckt sie erst mal bei dir, ob du noch was für sie hast. Ich ignoriere das natürlich jetzt vollständig. Jetzt fängt sie an zu suchen. Genau, jetzt merkst du, hör mal, da fehlt doch irgendwer. Ja, auf dem Wasser sind sie nicht. Um Bountys Suchtrieb zu steigern, ziehen sich die beiden Experten zurück. Der Welpe hat deutliche Orientierungsprobleme, aber noch sucht Bounty nicht. So ein bisschen nervös wird sie schon, dreht sich immer wieder mal um und guckt. Normalerweise, wenn wir jetzt keinen tauben Hund hätten, dann hätten wir mal rufen lassen. Ne? Aber jetzt zündet die Nase. Guck mal hier, über die Nase. Ist vorbeigelaufen, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Guck mal jetzt, perfekt, richtig gut. Sehr gut gesucht. Das war toll. Das hat jetzt super funktioniert, da bin ich echt begeistert. Die Welt war ihr egal, sondern sie wollte jetzt einfach wirklich schnell zu uns. War gut. Bis zum nächsten Besuch des Welpentrainers muss das Erlernte nun gefestigt werden.